Das ist also Schopenhauer gewesen, dass er ein Bewusstsein von diesen Kräften im Menschen und von ihrer Unverständlichkeit und Undurchdringlichkeit zu verbreiten. An ihn hat sich, wie jedermann weiß, ja, Nietzsche angeschlossen. Und irgendwo spürt man doch sofort, wenn man sieht, der Wille ist sozusagen der, der nicht etwas Bestimmtes will, sondern die kondensierte Energie selber ist, dass der Wille nichts anderes will als sich selbst, als seinen Willen. Oder, um es mit Nietzsche auszudrücken, den Willen, dass der Wille Wille zur Macht ist, Wille zur Steigerung seines eigenen Wollens und Herrschens. Ich schwanke immer, wenn ich Nietzsches Werk beschreiben soll, ob ich mir von einem experimentierenden Denken reden soll oder von einem appellativen Denken. Ein experimentierendes Denken, das ist ein Denken, das nicht beansprucht, dass der Weg dieser Denkversuche zu dem fernen Ziele der Wahrheit wirklich führen. Und das zu immer neuen Experimenten einlädt. Etwas davon ist ganz gewiss wahr in Nietzsches Verhalten. Aber vielleicht kommt man dem eigentlichen Radikalismus Nietzsches noch näher, wenn man die appellative Struktur seines Denkens erfasst und beachtet. Das möchte ich versuchen, ein wenig deutlicher zu machen. Mit appellativ verstehe ich hier ein Denken, das sich selber anruft, das sich sozusagen selber zuredet, dass es etwas sagen und wagen soll. Es ist ja bekannt, dass Zarathustra nicht nur den Willen zur Macht als die eigentliche Wirklichkeit gelehrt hat, sondern seine Lehre ist eigentlich die von der ewigen Wiederkehr des Gleichen. Und die Zusammenfügung dieser beiden Parolen des Willens zur Macht und des Übermenschen auf der einen Seite und der ewigen Wiederkehr des Gleichen auf der anderen Seite ist das beunruhigende Thema, unter dem die Nietzsche-Interpretation des 20. Jahrhunderts gestanden hat und eigentlich bis zum heutigen Tage steht. Denken wir etwa an den Missbrauch, den Nietzsche im Faschismus, also im deutschen Faschismus, in diesem Falle vor allem gefunden hat, sozusagen den Willen zur Macht freizusetzen von allen Hemmungen, Beschränkungen und Bindungen. Die Steigerung des Willens zur Macht in sich selber als die eigentliche Wirklichkeit anzuerkennen. Denken wir daran, dann scheint die ewige Wiederkehr des Gleichen wie ein sonderbarer Rückfall in eine ganz fremde, vielleicht griechische Natur- und Seinsauffassung. Es ist bezeichnend, dass man im politischen Missbrauch Nietzsches diese Lehre für einen Irrweg gehalten hat. Es ist bezeichnend, dass wer die Problematik einer solchen Willens
Extremismus zu denken versucht, sich gerade dieser Frage gegenüber sieht, wie diese beiden Dinge miteinander zu vereinigen sind. Darauf gibt die Wendung, die ich vorschlage, Nietzsche als einen appellativen Denker zu verstehen, Antwort. Man soll es sich zumuten, den Gedanken zu wagen, nicht als ob dieser Gedanke selber die letzte Wahrheit sein könnte und wollte, aber dass man selbst in dieser Verfall und Umsturz aller Werte, in dieser Lehre vom Tode Gottes, in der Verkündigung des Nihilismus, dieses unheimlichen, hereinbrechenden Gastes, dessen Schatten sich schon immer fort ankündigen, so hat Nietzsche in seinen Aufzeichnungen immer wieder den europäischen Nihilismus geweissagt. Und das zugleich verbunden mit dieser Verkündigung der ewigen Wiederkehr desgleichen im Sinne des Appells, dass auch dort, wo die Menschen nicht mehr in einer mythisch geschlossenen Welt, nicht mehr durch eine einheitliche religiöse Grundüberzeugung zusammengehalten sind, keine Verzweiflung, keine hemmungslose Form des Sich-Untergehen-Lassens geboten ist, sondern dass man lernen kann, mit dieser Forderung zu leben, dass alles wiederkehrt, jedes Leiden und jedes Sich-Verfehlen, jeden Triumph und jede Niederlage, dass nichts sozusagen den Menschen in seiner Menschlichkeit sollte brechen dürfen. Das nannte Nietzsche den Übermenschen. Indem Nietzsche Zarathustra beschwört, sieht er von vornherein nicht eigentlich, dass dies eine Heilsbotschaft ist, sondern eine mit Würde und mit menschlicher Würde zu tragende Gewissheit, dass der Mensch seine Schicksalslast anzunehmen hat, so wie die Tragödie. Ja doch nicht nur, nicht eigentlich das unheilvolle Geschehen ist, sondern wie die griechische Poetik das ja ausdrücklich formuliert hat, indem sie den Untergang des Helden in dem Bühnengeschehen und in dem beinahe religiösen Geschehen des griechischen Theaters mit Schauder und Schrecken und Mitleid vor sich sieht, eine Katharsis erlebt, eine Reinigung, eine Befreiung, einen tieferen neuen Atem von Leben. So hat in der Tat Nietzsche offenkundig seine eigenen philosophischen Versuche gesehen. Hinter Nietzsches Lehre von der ewigen Wiederkehr desgleichen liegt eine durch nichts zu beschwichtigende Liebe zum Leben.